Wenn ich so schon aufnehmen kann, ist ja auch schon scheiße für mich. Aber wir können einfach da starten, ne? Ja. Okay, magst du es ankündigen? Kann ich machen. Kann ich. Hallo meine lieben Freunde der schlechten Unterhaltung und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel zwischendurch für den Samstag. Mein Name ist Deathrock. Und mein Name ist Cloud. Und zusammen sind wir Delivery LP. Korrekt, und wir spielen heute Trine, die Enchanted Edition. Das ist absolut korrekt. Ich habe mir das Spiel heute im eShop geholt. Und wir dachten, das wäre vielleicht was Cooles für ein Let's Play. Erstmal als Spiel zwischendurch angekündigt. Falls ich es geil finden, wird es vielleicht auch in Serie gehen. Genau, denn es hat ja auch Story und alles. Genau. Wie gesagt, wir haben es beide noch nicht gezockt. Ich habe schon einige Videos zu Trine 2 damals gesehen. Ja. Aber selber gespielt habe ich es noch wirklich noch nie. Ja, und ich würde sagen, ich drücke mal Start. Genau. Gut, wir gucken erstmal, was wir in den Einstellungen machen können. Sprache ist wahrscheinlich Deutsch. Das ist schon mal gut. Untertitel brauchen wir nicht. Weil wir anscheinend auch eine Audiosprache haben. Ja. Was ist schön? Grafik, was können wir da noch so machen? Helligkeit, Wii U Gamepad, Helligkeit brauchen wir gar nicht. Tooltips lassen wir mal an, ne? Ja. Da wir es jetzt erstmal spielen und Audio. Allgemeine Lautstärke. Stimme setzen wir mal ein bisschen höher, oder? Ha, ja, kannst du ein bisschen lauter machen. Die machen mir keine Angst. Die machen mir keine Angst. Mach mal so, ne? Ja. Ich hab die Soundeffekte und die Stimme immer ein bisschen, gerne ein bisschen lauter als die Musik. Es sieht genauso aus wie bei mir immer. Ich stelle meine Soundeinstellung auch immer so ein. Ja, ich habe meine Musik, habe ich gerne auf normale Lautstärke, die Soundeffekte ein bisschen lauter und noch lauter die Stimmen. Ja, weil die Stimmen möchte, also die Stimmen sind das Wichtigste am Spiel, die müssen immer drin sein. Und die machen wir so, ne? Ja. Oder können wir besser alles ein bisschen runter machen wieder? Ja, machen wir so, ne? Okay, können wir zurück und nochmal zurück und dann klicke ich mal auf Spielen. Ja. Wir wollen den Mehrspielermodus. Auf jeden Fall. Bei Mehrspielerspielen wird. Bei Mehrspielerspielen ist auch ein geiles Wort. Ja. Wird die Nintendo Network ID mit anderen Online-Nutzern geteilt. Ab dem Zeitpunkt, zu dem du ein Mehrspielerspiel hostest oder im Beitritt bist du zum Verlassen des Mehr. Was? Im Beitritt bis zum Verlassen des Mehrspielerspiels. Ist egal, wir machen so lokale Spiele. Genau. Ja, okay. Wir können nur den ersten. Logischerweise müssen wir uns erstmal ein bisschen voranzocken. Und ich sehe, wir haben hier einiges zu tun noch. Ja, 16 Kapitel. 16 Level-Kapitel. Ist eine Level-Auswahl, also 16 Level, würde ich behaupten. Das schreit geradezu nach 16 Folgen, oder? Eigentlich schon. Je nachdem, wie lange ein Level geht. Genau, das werden wir ja gleich herausfinden. Genau. Ich habe auch, wie gesagt, wir haben keinen Plan von der Story von Trine 3. Nee. Also wir spielen jetzt gerade tatsächlich blind? Komplett blind. Ich meine, ich weiß, was für Charaktere das ist. Blind! Nein! Gut, dann wählen wir mal das erste Level aus, würde ich sagen. Ja. Schwierigkeitsstufe, Kampf normal, Hardcore-Modus machen wir mal besser aus, Schlägen-Modus lassen wir aus, Charaktermodus unbeschränkt, machen wir klassisch, ne? Ja. Ich sagen, Start, beziehungsweise Kreuz, Plus. Ja, dann mach du mal. So. Gut, und dann können wir das Spiel starten. Starten, da ist starten, genau. Weil ich habe jetzt mich irgendwie gefragt, und ich halt die Fresse. In einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging um im Königreich und es war schon bald herrenlos. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus.
Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Ja, endlich hört auf zu reden. Ja. Dann kann ich jetzt auf Start drücken und wir sind im Spiel und kriegen... Perfekt. Sie hatte den Weg zum Schloss geschafft und würde nun bald den Schatz, den sie so sehr begehrte, in den Händen halten. So, ich denke mal, das war's jetzt. Ich hoffe es. Ja. Ich habe gerade schon mit dem Rechner durch irgendwie einen Pfeil geschossen. Ja. Ah ja, hier kommen auch Ziele. Okay. So, auf ZL springt man auf A irgendwie auch. Ja. Naja, okay, im Moment brauchen wir auch noch springen. Ich denke mal, das Tutorial wird uns alles nacheinander erklären. Denke ich auch mal. Ich bin wohl nicht tot. Ja. So, da will ich hoch. Erfahrung aufgenommen. Benutze den Enterhaken mit ZR. Aha. Schwinge und lasse los. Wie lasse ich denn los mit A? Warte mal, ich möchte das Ding da oben haben. Ich will das auch haben. Was zum... Ja! Silberworms mit dem Ninja-Seil. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade hier unten wieder. Gut, dann können wir weiter. Jo. Zusätzliche Spieler können im Spiel beitreten, wenn du auf ihren Controller Start drückst. Also in unserem Fall jetzt noch einer. Ja. Das fällt irgendwie auf wie Aslina. Ja, es ist das Tutorial. Ja, gut. Schieß mit dem Bogen. Ah. Oh. Meins. Ah, Schwein. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber... Ich habe ihn. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Ich bin Gabba Gandalf. Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Ich habe ja so ein bisschen gegeneinander irgendwie. Hast du den Eindruck? Ja, es ist ja immer so. Ich finde, ich muss sagen, der Magier, den fühle ich noch am besten. Vor allem, weil er einfach immer diese Kisten casten kann und Sachen zum Schweben bringen kann. Ich stand jetzt auf die und bin von dir abgesprungen. Ja. Geil. Warte mal. Ach so. Wie hast du das gemacht? Mit einem Viereck. Also du musst den Cursor bewegen und dabei den ZR gedrückt halten. Close enough. Ja, auf dem Computer ist das ein bisschen einfacher. Wo ist denn meiner? Da. So, wie ging das hier mit den Bewegen? Auch einfach gedrückt halten, wenn du auf einem Dingens bist. Ah! Okay, ich glaube, wir müssen runter. Ja. Also mir macht das Spiel ja schon Spaß. Ja, ich finde das auch echt witzig. Einfach okay, müssen jetzt auch wieder wegziehen wahrscheinlich. Ja, obviously. Lass mich doch auch mal was machen. Ja, dann mach. Kann ich dich auch bewegen? Schade. Wäre witzig. Ja. Nein!
Hauptsache, du weißt genau, was ich vorhabe. Ja. Zeichne ein Quadrat und lasse los. Na toll, das war eins zu viel. Meins. Was? Zeichne ein Quadrat und lasse los. Wir springen drauf. Das ist echt schlau. Jetzt müssen wir aber auch helfen. Ich habe mir die Erfahrung. Wir müssen doch sowieso unten lang, oder? Weiß ich nicht. Ich denke mal. Aber da, warte mal, da oben ist glaube ich noch was. Oh, warte mal. Ha? Ah. Warte. Was? Ja, jeder kann glaube ich nur zwei machen oder so. Man kann nur zwei machen. Steh ich drauf? Nee, das muss, müssen wir anders machen. Da muss ich drauf springen kurz. Weil wenn ich drauf stehe, dann ist es zu schwer für dich zum Halten. Ist okay. Geh mal ein bisschen weiter nach links, genau so. Oh, jetzt habe ich versehentlich gegen das Mikro gehauen. Tut mir leid, Leute. So, jetzt machen wir hier oben auch nochmal. Oh nein! Hier. Haben Sie. Was ist das denn? Eine Kiste. Ist da oben gut, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Aber wir haben nicht mehr viel Mana. Scheiße. Ich hätte dass wir eine Mana-Anzeige haben. Ja, wir spielen zu viel rum. Ja. Aber ich, anscheinend war es jetzt auch schon. Ja. Da ist auch die Diebin. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Wie bist du hergekommen? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Warte. Hier. Was ist das denn? Da kannst du gar nicht draufstehen? Ist ja voll scheiße. Nee, machst du das denn? Hä? Mit dem Trigger hier. Das ist wahrscheinlich nur, damit wir Angriff abwenden können, wirklich. Ist aber doof. Ja. Dachte, du kannst dich jetzt auf mich draufstellen, wäre voll geil. Also ich muss sagen, mir wird ein bisschen zu viel gelabert gerade. Ja, aber ich denke mal, das ist auch jetzt nur ein Tutorial. Hoffe ich. Aber ich möchte dann die Erfahrung davon rankommen. Ja, ich auch. Und ich weiß nicht wie. Ah. Ah. Bingo-Bongo. Wir haben anscheinend sowieso eine Anzeige zusammen, also. So, jetzt da unten noch. Gucken wir auch mal eben. Oder so irgendwie. Oder so. Ich dachte, das wäre da blockiert einfach. Deswegen. Sah von der Perspektive so aus gerade, als ich da lang bin. Blocke mit dem Schild. Okay, kaputt machen können wir es anscheinend nicht. Da oben ist Erfahrung. Wo? Da oben. Hallo. Vielleicht jetzt auf mich drauf springen? Immer noch nicht. Ah, man kann höher springen. Wenn man gedrückt hält anscheinend. Und dann. Aber. Hä? Wie hab ich das denn gemacht? Hier, wenn ich mein Schild hochhalte, dann kannst du höher springen. Ah! Ah. Bingo-Bongo. Ja, dann haben wir auch die Erfahrung. Wunderbar. Der Ritter sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Könnte da etwa ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Was ist hier los?
Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter verschwanden einfach. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären, aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Okay, wir können weitermachen. Ja. Wir können jetzt mit R die Figur wechseln. Sie hat den Schatz des Königs gestohlen. Hast du ein Wort verstanden, von dem, was ich gesagt habe? So. Es ist kein Schatz. Das ist natürlich ideal, wenn wir jetzt noch einen dritten Schlüssel des Play hätten. Also ich bin jetzt gerade der Krieger. Ich bin der Magier und ich denke mal, da werde ich auch bei bleiben. Warte mal kurz. Die Dieben schwieg. Sie das kannst du auch bewegen einfach wahrscheinlich, ne? Moment zur Flucht. Ja, aber ich kann das hier blockieren. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden so. Narren. Ich denke, warte. Ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. Muss von der anderen Seite blockieren. Ja, genau so. Nein! Jetzt kommst du schon mal hoch. Ausbalancieren dann. Und jetzt schnell. Also hier ist auf jeden Fall Teamwork gefragt bei dem Spiel, das mag ich. Und aber wieder Erfahrung ein bisschen. 60, 55. Da ist ein Skelett. Oh mein Gott. Das ist dich angreifen. Ah! Komm runter, du Penner. Ah, du kannst ihn einfach mit der Kiste kaputt. Auch geil. Also wir brauchen hier die Kisten. Ey. Check off. Ah, ja. Kommst du auch auf, ne? Jo. Am besten erstmal oben lang gehen, ne? Prinzipiell. Mannertrank aufgenommen. Hätte ich vielleicht dir überlassen sollen. Ja, halb so wild. Brauchen wir die Kiste? Ja. Vielleicht? Genau, mach einfach mal. So, irgendwie. Wird schon stimmen. Ich denke mal, versucht er mal zu blockieren. Machen mir keine Angst, Ungar! Aua! Ach, scheiße. Warte. Nein, ich bin tot! Schiert. Aber jetzt kannst du dich. Ja. Wie kommt. Hä? Spawnt ist wieder da? Nee, du bist bei mir. Ich bin hier. Aber wir können den, was auch da sind, Stacheln. Ach nee, das bin ich. Ja, scheiße. Das ist gut. Wie kommen wir jetzt wieder hoch? Ah, hier, okay. Das wird sowas wie ein Checkpoint sein, nehme ich an. Genau. Und wahrscheinlich möchten wir einmal drauf, oder? Oh, ich frage mich gerade sowieso, was das Ding tut. Ah, was bewegt das da oben? Ja, wir müssen da hoch sogar. Am besten macht mal als Zauber so eine Kiste, wo ich drauf springen kann. So. Dann kann ich das vielleicht dagegen schieben irgendwie. Warum macht der denn jetzt die Kleine? Oh mein Gott, was mach ich denn da? Aber vielleicht kannst du die Kleine mit mir zusammen hochheben. Nee. Nee?
Menschen sind generell zu schwer für den Magier. Warte mal, probier's nochmal. Weil wir brauchen ja irgendwie. Wie ein Amboss. Warum macht der den immer kleine? Vielleicht, weil du schon eine Kiste draußen hattest. Oder wir müssen. Oder einer von uns beiden muss oben lang. Warte mal, jetzt steht sie. Ja, warte, ich versuch mal, ob ich wieder. Ich hol mir auch noch die von da unten. Ja, mach mal. Ich versuche in der Zeit mal wieder hier hochzukommen. Boah, aber nach oben komme ich trotzdem nicht. Kannst du mir hier drüben die Kiste machen, damit ich da hochkomme? Hier hoch? Ja, stell dir einfach mal dahin. Dann müsste ich hier hochkommen, genau. Und jetzt brauche ich über die eine, damit ich darüber springen kann, ganz schnell. Scheiße. Kannst du vielleicht so ein Stückchen nach links noch? So nochmal. Egal. Lass es doch wieder. Ja, da kannst du nicht nach oben. Kannst du das vielleicht schlagen, das Ding? Oder warte mal. Oh. Noch. Stimmt ja. Da war ja was. Ja, ich geh mal aus dem Weg. Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen, dass man das kann. Wo bin ich da nur reingeraten? Jetzt komme ich hier nicht durch. Kannst du wohl durchspringen, oder? Nein, konnte ich nicht. Das Grab des Hüters in den Katakomben. Dann war hier. Zahnrad. Ist nicht weit entfernt. Ist hier noch irgendwas? Scheint nicht so, ne? Ich sehe zumindest nichts. Ich auch nicht, deswegen ja. Kann ich das Glätze nicht auch hochheben? Keine Ahnung. Erfahrung aufgenommen und nochmal Erfahrung aufgenommen. Ich habe schon die Hälfte an Erfahrung. Ja. Oh. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Warte mal, ich hole mir mal den hier noch. Da mache ich mal noch eine große Kiste. Das ist keine große. Jetzt ist aber auch die eine wieder weg. Warte mal. Ja, müssen wir anders machen, warte mal. Die nehmen wir mal weg. Ich hab da eine große. Danke. Kann die vielleicht höher springen? Ja. Du kannst sowieso mit dem Enterhaken darüber. Ist da oben noch irgendwas? Ich guck gerade, aber anscheinend nicht. Okay. Ja. Das müssen wir dich noch irgendwie rüberkriegen. Wenn ich jetzt einmal wechseln, dann kannst du zum Dieb rüber und mit dem Greifhaken rüber. Oh. ZR war's, genau. Jetzt möchte ich aber den Dieb wieder haben. Ich bleib sowieso bei Magier, der Magier ist cool. Okay, was haben wir denn hier? Da oben sind wieder Sachen. Ja, und fünf Erfahrung wieder. Ein großer Mana-Trank. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Möglichkeit finden, wie wir dich mal drauf kriegen. Als Zauberer. Oder du musst da als Dingens hoch und dann wieder, Oh, das wollte ich gar nicht. Aber du kannst jetzt trotzdem drauf springen, oder? Scheiße. Kacke. Kacke. Scheiße. Tot. Na gut. Aber du spawnst jetzt eh bei mir. Ich spawn hier unten. Okay, was haben wir nun? Achso, ich habe die Pfeile, stimmt ja. Oder ich kann jetzt irgendwie ZR drücken. Mit den Pfeilen ist auch gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ja. Also. Die Steuerung selbst nicht, aber dass man den Analogstick bewegen muss, um zu schießen. Das ist ein bisschen. So, wenn. Ah, ne, boah. Ist ja so egal. Hä? Okay. Hast du jetzt auch einen Pfeil geschossen? Hä? Nee, ich hab dich geschützt. Schlau. Ups. Das ist auch ein bisschen. Fremdlich immer. Okay. Aber irgendwie muss man ja noch hier hochkommen. Kannst du vielleicht da oben irgendwas machen, damit ich hier rüberkomme? So vielleicht nicht. Jo. Nochmal Stacheln hältst du nicht aus. Ja, ich weiß. Scheiße.
Dann machen wir das so. Ja, nicht unbedingt so. Jetzt können wir gar nicht mehr zum Ding jetzt wechseln. Zum Dieb. Wir müssen dafür wieder einen Checkpoint erreichen. Ich möchte das bitte drehen. Genau so. Ich bin schon runtergefallen, scheiße. Ah, fuck. Schwer fast tot. Ich möchte gerne um die Erfahrung haben. Ich nehme mich auch. Ich brauche eine Kiste von dir. Ja. Bin schon dabei. Ich mache aus einem Kreis ein eckiges Ding. Ich glaube, du musst das Ding noch ein bisschen zur Seite schieben. So, dann. Kann ich jetzt noch eine zweite machen? Nee, ich war oben. Nein! Ah. Mal Trefferbuch ist auch wieder dabei. Ha? Mal Trefferbuch ist auch wieder dabei. Mhm. Die sieht man irgendwie nicht so richtig, ne? Nee. So, warte mal. Warten. Please. Ah, verpiss dich. Wah. 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 Alter. Ja, den habe ich. Okay, soll ich mal gucken, dass ich darauf komme? Ja. Gut. Ups. Aua. Was haben wir da? Haben wir das dritte? Bist du fertig? Oh. Ja. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Scheiße. Das ist blöd. Der Zauberer kann sich anscheinend nicht sogar wehren. Ja, ich kann mich mit den Kisten wehren, aber die muss ich halt erstmal casten, ne? Ja, ja. Das ist halt das Problem. Auch nach oben. Wow. Ups, falsche Taste. Aber ich denke mal, hier oben ist auch nichts mehr, so wie es aussieht. Ne, sieht nicht so aus. Ach Gottchen, so eine Scheiße auch wieder. Und da haben wir wieder ein Skelett rumhängen irgendwie. Wo? Ja, da hing gerade eins an der Stelle, wo jetzt hin ist. Okay, wir müssen darüber. Wie sieht's aus? Ja. Wir können theoretisch jetzt den Dieb wechseln. Ja, warte noch. Oh, das wollte ich nicht. Ja, ich glaube, das kannst du nicht so gut blockieren. Wobei doch kannst du schon. Ja, aber so, dass ich da drauf komme. Ja. Weil letztendlich ist da oben, glaube ich, nicht viel. Sei dann? Ja, genau, gut. Ja. Ach, scheiße. Kann ich die auch? Nein, ich komme nicht mehr hoch. Warte. Ja, nimm mal deine Kiste weg, die blockiert gerade. Oder das. Bist du? Die Kiste blockiert. Ich geb's mal so, genau. Kann ich jetzt hoch und rüber, genau. Warte. Ich baue uns gerade eine Brücke. Andersrum. Andersrum, ja. Noch weiter. Nee, das geht gar nicht. Doch, wenn, ja, du, doch. Stimmt. Wenn du das einmal komplett drehst. So. Physik und so. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Was ich für Unsinn rede. So, okay, Krieger. Schildsprung. Warte, das mache ich. Mit meinem Schild. Oha. Mwahaha. Warte. Ja, ich hätte ja auch mit dem Schild im Geschütz, also das ist nicht. Warte mal, was ist denn hier unten? Weiß ich nicht. Kannst du vielleicht an den Dings erstes machen? Nee.
denn? Kann ich das Feuer vielleicht irgendwie... Verstehe ich nicht so ganz. Kannst du vielleicht eine Kiste, mit der Kiste von unten irgendwie? Ne. Oh. Das kann ich machen. Das bringt uns aber nicht viel. Ja, dann wirst du mal das Feuer an der Stelle los. Ja, vielleicht müssen wir hier oben irgendwo noch einen Schalter umlegen oder so. Ja. Schauen wir erstmal. Ah, ich muss erstmal hier eine... Warte. Das ist voll umständlich mit dem Analogstick, ey. So, dann haben wir schon mal kein Feuer mehr. Was war das denn? Keine Ahnung, vielleicht war ich jetzt wirklich zu nah schon dran. Ja, kann sein. Warte. Ach, das ist blöd. Das ist scheiße. Der war cool, oder? Tja. So voll in der Hoffnung, dass ich mich da irgendwo dranhängen kann. Mhm. Aber wir haben wieder einen Checkpoint, das ist gut. Ja. Und die Brücke hinter uns. Vielleicht können wir jetzt da runter gehen. Irgendwie. Aber Vorsicht, da sind Stacheln. Ja, ich sehe nämlich auch gerade. Aber da war noch diese eine Stelle. Stell uns mal einfach hier drauf. Hier können wir stehen. Oder doch nicht. Nee. Aber wenn du das jetzt wegnimmst. Wenn du jetzt noch wegbewegst, dann ist da nichts. Außer Stacheln. Vielleicht kann ich dich hier so. Vielleicht kannst du hier dran hoch. Ha! Was bringt uns das jetzt? Dann können wir nochmal zurück. Ich möchte nämlich doch ganz gerne wissen, was da noch war. Ja, ich bin fast tot, also. Warte mal. Letztendlich war da ja nur ein bisschen Erfahrung. Und da ist wieder das. Also ich würde jetzt nicht nochmal da durchrennen wollen. Oh. Genau deswegen. Vor allem bin ich auch schon fast tot. Jetzt muss auf jeden Fall mit dem Schild gucken. Und du hast anscheinend nicht zu nah dran an das Ding. Vorsicht. Vielleicht ohne mich wegzuflägen. Ja. Wo bin ich denn jetzt da? Ah. Bin tot. Bin zu weit gesprungen. Oh, fuck. Sorry, dude. Ah. Na, sauber, wir haben jetzt alle wieder. Ja. Das ist gut. Was ist das hier denn? Ah. Es hätte auch so einfach gehen können, ne? Die Frage ist... Okay, es bleibt so. Anscheinend. Ah, wie... Du springst aber auch immer wieder da rein. Warte. Ich greife nur auf hölzernen Oberflächen, okay. Ey, das wollte ich gar nicht. Wir machen mal die Brücke dahin. Soll ich eben zum Zauberer wechseln? Hä? Soll ich eben den Zauberer nehmen? Nö, nee, ich mach das schon. Ja. Oh nein. Soll ich ihm den Zauberer nehmen? Ja, mach mal. Ja. Oha. Ah, fuck. Ganz vergessen. Ja, habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Oh, scheiße. Stimmt ja. Was machst du denn? Ich weiß es nicht. Ich bin tot. Ja, super, jetzt bin ich auch mit dem Zauberer hier drinne. Ja, dann bleib erstmal da. Aber ich sterb hier unten. Ach, deswegen. Scheiße. Alter. Scheißvieh, ey. Meine Fresse. So, ich möchte ganz gerne nochmal nach oben. Ja, ich nehme mich auch. Warte. Pflanz dir eine Kiste. Los. Warte. Geh nochmal dahin. Komm mal zu mir. Komm doch nochmal zu mir. Ach so. Was hast du vor? Warte. Spring mal. Oh. Nein, jetzt habe ich eine kleine gemacht. So, spring mal.
Perfekt. Was man sich alles für ein bisschen Erfahrung tut, ja, ne? Spring mal. Wunderbar, das geht doch wie am Schnürchen hier. Ja, es geht voran. Nein. Nein. Halt dich fest da oben. Geht nicht mehr, tot. Da bist du wieder. Bin über dir. Weil du gerade an einem Checkpoint bist. Ja! Ich glaube, es wäre schlau gewesen, wenn du noch eine Kiste gemacht hast eben. Ich kann ja nur eine machen. Was, du nur eine machen? Ja. Zu essen. Ist das okay? Ja. Wir mögen es nicht, dass wir hier sind. Eieiei. Mann, jetzt hast du den Krieger genommen, scheiße. Ja. Hauptsache, wir wollen gleichzeitig wechseln hier. Ja. Und dann habe ich auf einmal einen Zauberer. Aber einmal zum Checkpoint gehen hier. Oh, mein Bein schläft ein, verdammt. Echt? Ja, aber hallo. Hallo. Was haben wir denn hier? Warte. Das ist ein Caster. Ja, stimmt. Wie viel Holz hast du schon gewechselt? Seh nichts. Das Level geht immer lange, ne? Was ist immer das erste Level? Ja, okay, weiß ich nicht. Komm doch hier hin. Kann ich sehen, wo ich das Ding hinpacke. So. Hä? Ja, wenn du jetzt runter gehst, dann geht's wieder hoch, denke ich mal. Ansonsten zieh jetzt mit der Magie das rechte Teil runter. Geht das? Ne, dafür bin ich nicht mächtig genug. Lusche. Warte, ich steig auch nochmal da drauf. Du hast mir einfach gemacht. Du kannst es dir auch einfach machen. Was ist denn das da? Keine Ahnung, soll ich mal hochkommen? Oh, ich weiß, was es ist. Oh, ja. Man hätte es auch so machen können. Oh mein Gott. Okay, dann gucken wir weiter. Ja. Mal gucken, was wir hier so finden. Ich wechsel. Ja. Au! Jetzt hab ich aus Versehen gewechselt. Wer bin ich jetzt? Hä? Weiß ich nicht, wer du bist. Ich bin tot. Der Krieger auch. Wir haben nur noch den Zauberer gerade. Geil. Aber du kannst ja einfach unter zum Besten. Waren sie das? Oder will noch jemand was? Nee, ich glaube, das war's. Das war doch irgendwo ein Checkpoint, ne? Ja, da wollte ich links, genau. Ja. Hey. Ich darf wieder mitspielen. Yay. Juhu. Das ist so lange Pause. Erfahrung gefunden. Halt! Ich hab einen Mana-Trank gefunden. Ich häng ihn ab. Fuck. Ja! Willst du vielleicht eben den Dieb haben? Nee. Du willst nicht vom Zauberer weggehen? Nein, der Zauberer ist cool. Wie kommt er schon hoch? Ich glaube Gandalf. Soll ich mal runterkommen? Quasi, ja, wäre gut. Ich sehe mir nie, wo ich gerade bin. Aber ich bin im Zahnrad. Das ist sehr gut. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Sollst du rauskommen? Jetzt bin ich wieder gewechselt. Ja! Hol dir die Kiste! Oh, willst du einen sicheren Dieb haben? Ja, ich bin mir sicher. Alter! Ja! Siehst du, geht auch so. Ah, schön. Da ist wieder zwei Dinger, also. Die vor fünf Feuern hier. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur das hier machen. Ja, wenn du den jetzt hinstellst, dann ist das ja, aber... doof. So.
Hast du gesehen? Ja. Ah! Scheiße! Oh, ich bin direkt am Checkpoint. Ein bisschen drüben. Seine Kiste machen. Ja. Warte, ich komme mal zu dir rüber. Bewegt das Ding mal so ein bisschen, dass ich genau. Erfahrung, 45. Wo ist da oben links? Kannst du dich ein bisschen zu mir bewegen wieder? Will sie noch hier noch irgendwas ist, wo ich gerade bin? Ich versuche gerade nach da oben zu kommen. Dann versuch das doch. Ah, komm schon, dreh das Ding doch. Aber ich glaube, das ist die Stelle, wo wir lang müssen gerade. Weil ich habe gesehen, da unten rechts ist noch Erfahrung. Ja, ich glaube nicht auch. Geh du mal nach unten. Ja, ich muss schnell wieder hoch, ne? Ja. Auf damit! Du Fenner, Alter! Alter! Bei mir ist erschrocken, ey! Einfach dreh ich das Ding komplett. Das sah so witzig aus, ey. Oh ne. Ah. Oh. Hammer. Kiste, wo bist du, wenn man dich braucht? Da, wo du sie noch nicht erschaffen hast. Das ist nirgends. Was haben wir denn hier? Da ist ein dicker Pilz. Oh Gott. Ja, war doch schon richtig. Steh ich mal da drauf. Kann ich das blockieren? Nee, aber wenn ich jetzt den Zauberer wechsle, dann kann ich damit weitermachen, wo du jetzt aufhörst. Weil du kannst das nicht blockieren. Das bringt dir nichts. Ja, weiß ich, dass es mir das bringt. Verdammt. Ja. Das ist ja wie eine Drehtür, ey. Kannst du den Zauberer nehmen, übrigens. Wunderbar. Was ist denn auf der anderen Seite hier? Weiß ich nicht, da wollte ich gerade hin. Erfahrung. Ja. Okay. Da ist noch mehr. Haben wir fast 50 schon. Geil, Omat. Mal sehen, was wir dann davon haben. Bin mal gespannt. Ja. Da oben ist ein Mana, brauchst du? Nö. Ich bin Krieger. Ja, da ist noch einer. Ah, das ist ja schön. Levelaufstieg, Fähigkeitenmenü. Ah. Wer ist denn Level aber jeder? So wie es aussieht, jeder gerade. Geil. Da ist bei jener 1 drunter. Ich denke mal, das steht für den einen Fähigkeitenpunkt. Ah, wunderbar. Dann schauen wir doch mal, was die alles können. Kiste Stufe 1. Der Zauberer kann eine Kiste in die Welt hineinzaubern. Dabei lässt sich die Größe jeder Kiste verändern. Durch den Zaubervorgang verliert der Zauberer etwas von seinem Mana. Zu Anfang kann der Zauberer jeweils nur eine Kiste herbeizaubern. Nächste Stufe erlaubt den Zauberer, zwei gleichzeitig existierende Kisten herbeizurufen. Was ist das daneben? Also kann man das schon nehmen? Nee. Okay. Sieht nicht so nach aus. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall die doppelte Kiste. Schicht zwei Fallen zugleich, ja. Dann werden wir einfach bei jedem die erste Fähigkeit aufnutzen, würde ich sagen. Was kann der Ritter dann? Flammschwert, das Schwert brennt vor. Nee, Schwert und Schild, der Ritter hat eine 5%ige Chance, Gegner schwer zu treffen und dreifachen Schaden zu verursachen, also Crit-Chance. Und er schießt, und die Diebin schießt zwei Pfeile gleichzeitig. Ja, klingt doch gut. Ja, das ist schön. Ja. Nicht genügend, ich wollte eigentlich schießen, genau. Will ich jetzt mal wieder... Ah, scheiße, ist noch einer. Jetzt hast du mir wie den Zauber. Sorry. Alter. Aber das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich eine Kiste zaubern, aber hab dann wieder die falsche Taste gedrückt dafür. Hier oben ist eine Kiste. Da unten Stacheln? Hier ist eine Kiste. Oh, wir haben keinen Zauberer mehr. Ja, mach mal da den Skelett-Ding da weg. Ah, ist das schön. Bist du tot? Ja. Ach, scheiße. Aber... Da bin ich wieder. Ja, und jetzt kannst du das saubere Ding da machen. Was? Hä?
Ja, hol die. Da ist ja nichts anscheinend. Guck mal rechts unten, ob da noch was ist. Nee, da ist nur ein dicker Pilz. Da kann ich nicht dran vorbei. Okay. Hm, dann komme ich auch mal rüber. Ja. Ist auf der Seite hier? Wir sehen sie nicht, wa? Ja, da ist nichts. Ja. Ich fühle mich so hilflos ohne Kiste. Ich finde übrigens auch die Umwelt hier, die Umgebung, die sieht echt klasse aus. Ja, also und grafisch hat das. Helden lag, war unbekannt. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Trine befreien könnte. Ja. So viel dazu. Was ich gerade sagen wollte, die Grafik ist halt wirklich extrem krass. Da kommen noch ein paar geile Stellen, wo man wirklich sehen kann, was für eine gute Grafik das überhaupt ist. Ja, also ich finde, das sieht alles sehr klasse aus. Das Spiel macht Spaß, hat ein cooles Spielprinzip. Ja. Und ich wäre dafür, das Spiel geht in Serie. Können wir machen, gerne. Ja, sehr schön. Dann wurde soeben beschlossen, wir haben ein neues Let's Play in unserem Timetable. Wann das Spiel erscheint, Ich würde sagen, jetzt erstmal, also diese Woche jetzt erstmal am Samstag. Erstmal am Samstag, genau. Also die erste Folge jetzt wird am Samstag ausgestrahlt. Wann die nächste Folge kommt, das steht noch in den Sternen. Das werden wir dann noch absprechen, denke ich mal. Genau. Bis Samstag und dann auch mit ankündigen, denke ich mal. Genau. Und ja. Jetzt würden wir uns erstmal verabschieden, glaube ich, ne? Denn ja, genau. Wir die Folge ist mega lang genug. In Überlänge. 50 Minuten ungefähr. 50 Minuten? Alter Schwede, ey. Das ist, glaube ich, bisher unser längstes Video. So nahezu. Wobei Zelda auch eine Dreiviertelstunde fast gewesen gerade. Mhm. Ja gut, auf jeden Fall verabschieden wir uns erstmal, bevor es jetzt noch länger wird. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir wirklich Trine 3 weiterspielen. Ja. Und ja, bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und haut rein. Tschüss.